Was ist das? Beppenzack hat doch gestern erst ein neues Kingdom Hearts Video hochgeladen. Und jetzt ist hier schon wieder eins? Tja, ich hab doch noch was zum Meister der Meister zu sagen. So gesehen, Nachtrag. Ich hatte das eigentlich fürs letzte Video schon geplant und hatte es da reingeschrieben, aber dann hat sich das irgendwie komisch angefühlt. Ich hatte das Gefühl, wenn ich das jetzt noch an das andere Video hinten ranschiebe, dann wirkt das nicht rund. Das hätte irgendwie so ein bisschen den Flow vom Video zerstört und ich wollte das Video eigentlich so enden, wie ich es dann halt jetzt auch habe enden lassen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich diese Information, die ich jetzt noch für euch habe, natürlich auch noch unbedingt mit euch teilen. Und deswegen mache ich jetzt das hier. Das ist so gesehen eine kleine Bonus Round! Euch am Ende vom Melody of Memory einfach erklärt Video mit so einem kleinen Cliffhanger zurückgelassen. Und ich dachte, ich wäre da total clever und total sneaky und smart, aber anscheinend war ich einfach nur ein total offensichtlicher Honk. Oder ihr wart einfach viel zu smart für mich, denn ganz viele haben mir sofort in die Kommentare geschrieben: Der Meister ist Tetsuya Nomura! Nein, doch. Wenn ihr wissen wollt, wer der Meister meiner Meinung nach ist, dann schaut unbedingt mein extra langes Erklärvideo zum Meister der Meister. Aber wenn man jetzt sagen würde, dass Tetsuya Nomura der Meister der Meister wäre, dann wäre das tatsächlich von einer gewissen Art und Weise betrachtet auch gar nicht so verkehrt. Tetsuya Nomura, der Erfinder, Konzeptzeichner und Director der Kingdom Hearts Reihe, ist ein spezieller Mensch. Das habe ich euch schon versucht, in diversen anderen Kingdom Hearts Videos näher zu bringen. Zum Beispiel haben wir schon einmal darüber gesprochen, wie Nomura mal sagte, dass er seine Figuren Sora und Noctis als seine Kinder ansieht und wie sehr ihn wahrscheinlich das Einstellen von Versus 13 frustriert hat. Seine Gefühle und Emotionen der gesamten Kingdom Hearts Reihe gegenüber haben sich seitdem verändert, weil Kingdom Hearts das war, was ihn davon abgehalten hat, Versus 13 als Spiel umsetzen zu können. Dass er es nach all den Jahren nicht wirklich überwunden hat, zeigt sich natürlich zum einen darin, dass er nun Versus 13 als Verum Rex innerhalb von Kingdom Hearts wiedererweckt. Zum anderen aber auch darin, dass er sich mittlerweile am meisten mit Meister Xehanort identifiziert. In einem Interview vor dem Release von Kingdom Hearts 3 sagte er nämlich genau das. Er sieht sich mittlerweile als Gegenspieler von Sora und er überlegt sich, wie er Sora Steine in den Weg legen kann. Also im Endeffekt sieht er sich selbst als Superschurke, der gegen den imaginären 16-jährigen Jungen in seinem Kopf kämpft. Und er verdient mit diesem Gedankengang sogar noch Geld. Ja, ein wenig gruselig, in welche Richtung seine Gehirnwindungen sich da bewegen, aber er meint es sicher nicht so, wie ich es jetzt übertrieben angedeutet habe. Trotzdem muss man sich da zwangsläufig fragen, ob sich Nomura nun, da Meister Xehanort besiegt wurde, nicht einen neuen Charakter nimmt, mit dem er sich identifiziert. Und da der Meister der Meister der neue Schurke für die Reihe wird, ist es nicht verwunderlich, dass Nomura sich diesen wieder als seinen Avatar in der Kingdom Hearts Welt aussuchen könnte. Und ich sage euch, wenn man sich mal länger darüber Gedanken macht, dann ist es wirklich offensichtlich. Der Meister der Meister hat die gesamte Zukunft der Kingdom Hearts Reihe gesehen. Er ist sogar der, der sie in sein Buch der Prophezeiungen schreibt. Er selbst bestimmt mit seinem Masterplan, was in Kingdom Hearts passiert und was nicht. Genauso wie Nomura selbst natürlich bestimmt, was in den Spielen passiert und was nicht. Die Kommandozentrale des Meisters ist ein riesiger Serverraum. Das meiste, was in Union Cross passiert, passiert nicht in der echten Kingdom Hearts Welt, sondern nur in Datenversionen von echten Schauplätzen. Wartet mal, Ansem hatte nur ein Daten-Twilight Town, aber der Meister der Meister hat alle Welten aus Daten gebaut? Heißt das, er ist der wahre Hitadler Hitcommons?
Alleine schon der Fakt, dass Nomura den Meister der Meister seine Pläne hier nicht mit Magie durchführen lässt, sondern mit Computerskills, ist ziemlich ins Gesicht gedrückt. Nomura macht den ganzen Tag nichts anderes. Er erschafft Welten mit Hilfe seines Computers und schreibt die Geschichte und Schicksale dieser Welten und ihren Bewohnern irgendwo auf. Dazu kommt die Zweideutigkeit des Meisters der Meister. Er sagt, er träumt von Weltfrieden, während er eigentlich plant, sie zu zerstören. Das allein auf das Kingdom Hearts Franchise als solches bezogen, ist hart. Man kann das so interpretieren, dass Nomura ja eigentlich nur tolle Spiele machen möchte und für Kingdom Hearts nur das Beste will, aber gleichzeitig geht es ihm mittlerweile so sehr auf den Keks, dass er am liebsten alles zugrunde gehen lassen würde. Tatsächlich hat die Aussage vom Meister der Meister und wenn wir in ihm den Avatar von Nomura sehen, eine ziemlich bittere Aussagekraft für Kingdom Hearts. Ich habe dafür keinerlei Belege, aber ich habe so im Bauchgefühl, dass Nomura, wenn er Kingdom Hearts 4 und vielleicht Kingdom Hearts 5 gemacht hat, die Serie verlassen wird. Ich glaube, nachdem der Meister der Meister in der Story von Sora und Co. besiegt wurde, wird Nomura selbst nicht mehr an Kingdom Hearts arbeiten. Er plant eigentlich schon das Ende von Kingdom Hearts, auch wenn er das offen natürlich nicht zugeben würde. Das klingt für Fans, die seit vielen Jahren großen Spaß mit Kingdom Hearts haben, natürlich erstmal hart. Realistisch betrachtet ist es aber, unabhängig davon, sowieso absehbar. Nomura ist aktuell 50 Jahre alt. Kingdom Hearts Teile dauern immer länger und länger, bis sie erscheinen. Was glaubt ihr denn, wie lange Nomura noch Spiele produzieren wird? Glaubt ihr nicht, er möchte irgendwann auch mal in Rente gehen? Die Uhr tickt. Nicht nur für Nomuras Renteneintritt, sondern auch für die Kingdom Hearts Reihe. Was natürlich nicht heißt, dass es danach keine Kingdom Hearts Spiele mehr geben wird. Solange Disney damit ordentlich Geld verdienen kann, und glaubt mir, das tun sie, solange wird es auch weitere Kingdom Hearts Spiele geben. Die Frage ist halt, wie gut diese dann noch sind. Nomura hat mit seinen Charakterdesigns und seinen Ideen die Serie massiv geprägt. Wenn dann jemand anderes den Director-Posten übernimmt, könnte das das Ganze ziemlich verändern. Zum Schlechteren, aber auch zum Besseren. Aber hey, Veränderungen gehören zum Leben dazu und auch zu Kingdom Hearts. Deswegen bekommen wir ja nicht Versus 13, sondern der Titel wird dann wohl Verum Rex heißen. Ich hatte euch ja erklärt, dass ich glaube, dass Nomura bis heute sehr an dem Verlust von seiner Figur Noctis zu knabbern hat. Ich denke, an Yozora sieht man deutlich, wie viel er von dem alten Noctis übernehmen möchte. Ist es der Zufall, dass der Meister der Meister tatsächlich denselben Synchronsprecher hat wie Noctis aus Final Fantasy XV? Ich kann euch sagen, als mir das erste Mal aufgefallen ist, bin ich fast durchgedreht. Gerade in dem Kontext zu Verum Rex und Versus 13. Nein, Noctis ist nicht der Meister der Meister. Aber bei diesem ganzen Recycling und anderen Weltenlinien und einem vermutlichen Ich bin Nomura und ich kann schwer den Charakter selbst synchronisieren, ist es, denke ich, eine deutliche, sichtbare Verbindung, dass für den Meister der Meister derselbe Synchronsprecher gewählt wurde wie für Noctis. Da hängt einfach Nomuras Herz dran. Ein weiteres Detail, das man hier nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass der Meister der Meister am Ende von Kingdom Hearts 3 im Secret Ending zu sehen war. Yozora und Sora kämpfen wie bereits im Melody of Memory einfach erklärt, wie du gesagt, in einem realen Stadtteil aus Tokio. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, dann schaut doch mal kurz mein anderes Video. Das Interessante hierbei ist aber, auf was für einem Gebäude der Meister der Meister steht. Wenn man den Blickwinkel und die Aussicht, die er hier im Video hat, mit einer realen Karte von Tokio vergleicht, und wir ja wissen, wo der Shibuya Tower, auf dem Sora und Yozora kämpfen, sich befindet, dann kann man grob einschätzen, auf welchem Gebäude der Meister der Meister sich hier befindet. Tatsächlich steht er höchstwahrscheinlich auf dem Square Enix Bürogebäude. Dem Gebäude, in dem alle Square Enix-Spiele entwickelt wurden und somit auch Kingdom Hearts. Der Ort, wo Nomura jeden Morgen zur Arbeit geht. Genau von da oben schaut der Meister der Meister über Tokio und beobachtet Yozora und Sora bei ihrem Kampf. Nomura, du verdammter Schlingel! Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass unter der Kapuze wirklich Tetsuya Nomura aus unserer realen Welt steckt. Ich denke aber, mit diesen Hinweisen macht Nomura es deutlich, dass er sich selbst als den Meister der Meister sieht, auch wenn dieser nach wie vor eine fiktive Figur in Kingdom Hearts mit einer eigenen Hintergrundgeschichte sein wird. Aber selbst wenn ich recht habe mit allem, was ich zum Meister der Meister gesagt habe und wenn ihr seine Identität und seinen Plan jetzt schon erfahren wollt, dann schaut mein Video dazu an, falls ihr es nicht schon längst getan habt.
Jetzt aber mal genug mit der ganzen schamlosen Eigenwerbung hier. Sorry, not sorry. Dann gibt es trotzdem die Möglichkeit, dass das Design vom Meister der Meister unter der Kapuze trotzdem aussieht wie Tetsuya Nomura. Damit wäre der Meister der Meister trotzdem, wer er ist, aber rein zufällig sieht er dann nun einmal aus wie Nomura selbst. In Metal Gear Solid gab es regelmäßig Cameo-Auftritte von Hideo Kojima, dem Director der Metal Gear-Spiele. Wenn Kojima als ein NPC in diversen Metal Gear-Spielen auftauchen kann, warum kann der Meister der Meister nicht auch einfach aussehen wie Nomura? Das heißt nicht, dass ich glaube, dass Nomura wirklich so weit gehen wird. Aber ich bin ehrlich, wenn das so kommen sollte, dann würde ich das richtig, richtig hart feiern. Leute, das Meme-Potenzial wäre grenzenlos! Und grenzenlos wäre auch meine Freude, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet, ihr die Glocke einschaltet, ihr mir ein Like auf dieses Video gebt, ihr mir einen Kommentar schreibt und vor allem, wenn ihr dieses Video auf Social Media mit anderen Kingdom Hearts Fans teilen würdet. Danke an alle, die das wirklich machen! So, und ich hoffe, euch hat dieser kleine Nachtrag zu meinem extra langen Meister der Meister-Theorien-Video gefallen. Dran denken, ich streame jeden Dienstag, Freitag und Sonntag von ungefähr 20 bis 23 Uhr auf Twitch. Kommt auch unbedingt mal vorbei, da ist immer was los, da haben wir immer viel Spaß. Und wenn du dabei wärst, würde ich mich sehr, 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 sehr freuen. Psst, übrigens, psst, der Discord, der Hufflepuff, mein Discord. Das ist der Shit. Schaut da unbedingt auch mal rein. Und jetzt heißt es nur noch für mich, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ihr seid mega. Ich bin Baconzack. Tschö mit Ö, Hauze Bounze und may your heart be your guiding key.